Kampf. Irgendwas stimmt hier absolut nicht. Es hat tatsächlich an Energie gefehlt. Kostet das Energie zu kämpfen? Ernsthaft? Ich denke nur Kommandopunkte. Guti. So, jetzt ist keine neue Fabrik entstanden. Das heißt, wir können unsere Roboter erst einmal... Ja, ich weiß gar nicht. In Pause schicken? Gibt's sowas? Ich könnte sie dekonstruieren. Mich zerstören. Okay. Wir stellen sie erstmal alle rüber. Dann haben wir jetzt erst einmal eine gute Verteidigung. Was machen denn die Fuzzis hier? Im Moment ist es relativ ruhig, wenn ich das richtig sehe. Ihr versammelt euch mal alle hier. Ihre Einheiten kämpfen gerade. Tja, die kommen nicht wirklich weit, nicht? Gut, ich bin angepisst, dass er... das Rechte nicht nimmt. So, jetzt haben wir es. Okay. Was ist jetzt mit dir? Du hast mich 1000 Energie gekostet für nichts und wieder nichts. Warum hat er denn jetzt einfach 1000 Energie abgezogen? Was soll denn das? Er hat keine Kommandopunkte, ja, weil hier keiner arbeitet. Und ich kann mir auch niemanden leisten, den ich einstelle. Ich meine, theoretisch geht es nur noch um einen Kampf. Wenn wir genügend Prestigepunkte haben, dann können wir auch genauso gut einfach draufpreschen. So, her damit. Wieder zurück. Ernsthaft, Leute, wo sind denn die ganzen Aliens hin? Dass die durch Kampf abgeschreckt werden, okay, kann ich verstehen. Aber wir haben ja gar keine Aliens. Grisolorianer gerade mal 4, und zwar die 4 Angestellten. Bukratorianer nur 4, die 4 Angestellten. Celebrama nur 4, die 4 Angestellten. Wir haben nur unsere Angestellten. Ihre Einheiten befinden sich im Kampf. Das ist doch albern. Und es scheint auch irgendwie kein neues Schiff anzulegen, ne? Sollte ich vielleicht eine Schleuse machen? Wird eingeleitet. Was kostet denn eine Schleuse? 300 Prestige. Oh je. Unsere Angestellten sind im Moment die einzigen hier. Wirklich? Warum haben wir keine Besucher mehr? Den muss ich den Kampf jetzt zu Ende führen. Das geht gar nicht anders. Okay, also auf geht's. Du kannst gar nicht. Du greifst mal von hier aus an. Ihre Einheiten befinden sich im Kampf. Naja, mehr oder weniger.
Gehen wir nach vorne. Haut den mal bitte weg. Meine Killbotter haben leider keine Option für Betäuben, Commander. Aber sie sind unterwegs. Das ist ja jetzt richtig schlecht. Reparieren kann ich die auch nicht mehr. Los, mach den fertig. Kommt runter. Ihr geht auf den da. Okay. Der eine muss repariert werden. Eigentlich müssen alle repariert werden. Kämpfen gerade, Commander. Wird der andere jetzt repariert? Ja, er läuft los. Okay, euch beiden geht's noch gut. Der ist down. Was ist jetzt mit den Besuchern? Kommen endlich mal wieder welche? Ich verstehe das nicht. Im Gegenteil, die hauen noch weiter ab. Bin ein bisschen unter Druck, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist auch nicht schön, muss ich zugeben. Ach, das kann alles in die Recyclingstation, aber ich habe ja keinen Platz mehr. Ihre Wertungsumfragen sind exzellent, Commander. Ja, auch weil ja keine mehr da ist. Der sich beschweren könnte. Du kriegst auch keine Kommandopunkte ran, ne? Nö. Natürlich nicht. Dann ist auch stehen geblieben. Commander, einer ihrer Besucher hat sich eben spontan in ein Häuflein Asche verwandelt. Schön. Klasse. Super. Was mache ich denn jetzt? Ihre Einheiten kämpfen gerade, Commander. Kampf. Ich kann auch keinen weiter aufstufen. Es geht nicht. Wir haben keine Prestigepunkte. Wir kriegen auch keine ran, weil wir keine Leute mehr haben, die uns besuchen. Die hauen ja alle bloß ab. So, du weißt schon noch, dass du repariert werden solltest? Was ist denn jetzt mit Besuchern? Warum kommen keine mehr? Ist das ein Fehler in der Matrix? Was ist es? Ja gut, ich meine, die werden von Velia hin und wieder hingerichtet. Aber trotzdem.
angestellter Buck ist gestorben. Ja, weil es keine normalen Besucher mehr gibt. Das macht mich gerade echt nervös, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir auch keine Energie mehr rankriegen. Das heißt, die Frage ist natürlich, wie sollen wir am Ende gewinnen, wenn hier solche Probleme sind? Reisenden Doktor wegschicken, ich kann ihn mir eh nicht leisten. Er wird noch repariert. Und ich denke, wenn er... Ihre Einheiten kämpfen gerade, Commander. Ich drücke R. Zeigen. Was? Wo kommt ihr denn her? Ja, schon die ganze Zeit da, ne? Ich habe ihn bloß vorhin nicht vernichtet. Oder nur rumsteht. Und mir eigentlich relativ egal ist. Ah, wenn der andere wenigstens loslaufen würde, aber wir haben ja nicht mal Angestellte, die hier arbeiten. Das heißt, wir haben ja bloß noch die beiden hier. Dann werden wir den einen auch noch reparieren, sicher, sicher. So, dann kann er nämlich die Fabrik angreifen. Das wird schon. Aber verstehen muss ich es nicht, ne? Warum keine Besucher mehr kommen. Ich drücke R. Hallo. Ich drücke immer noch R und X. Danke. Einheiten befinden sich im Kampf. Aber es sind keine dazugekommen. Die Schleuse geht auch immer gleich wieder zu. Das ist garantiert ein Bug. Oh, da muss ich unbedingt die Leute ansprechen, die dafür sich ein paar hungrige Biester auf ihrem Biodeck herum, Commander. Verantwortlich sind in der Produktion. Das geht nicht. Das darf nicht sein. So, du gehst jetzt hier rüber, machst das Ding kaputt. Dann sind wir auch das letzte Teil los. Vielleicht kriegen wir es trotzdem noch hin, auch wenn keine Besucher mehr kommen. Ist natürlich schade, dass es jetzt an sowas scheitert und dass wir deswegen das Ganze so vorantreiben müssen. Weil die Schleuse einfach bloß auf und wieder zugeht, aber keine neuen Leute kommen. Du wirst noch repariert. Wir warten noch auf die Fuzzis. Ich kann es mir nicht mal mehr leisten, meine Leute aufzustufen. Das ist echt traurig. Wir könnten Sabotage noch erlernen. 250 Prestigepunkte bräuchten wir dafür, aber das dauert eine ganze Weile. Arbeitet jemand hier noch? Nö. Hin und wieder kommt Mantelga vorbei und guckt sich das Ganze an, aber das war's dann auch. Das heißt, wir werden nicht mal mehr genug Energie haben, um den letzten Kampf nachher so auszufechten. Vielleicht muss ich die Mission nochmal spielen. Dann allerdings mit Besuchern. Oder ich speichere mal und lade neu. Vielleicht sind die Besucher jetzt aktuell einfach bloß nicht existent. Hat schon wieder 1000 Energie gekostet, ey. Wahnsinn. So, bereit. Rauf da. Ich weiß ja nicht, was uns jetzt hier nach erwartet. Ich weiß ja nicht, was noch alles einprogrammiert wurde und was nicht. Deswegen können wir im Moment nur warten, bis das Ganze hier vorbei ist. Der andere kommt auch nicht mehr wieder. Schön, dass denn auch mal endlich ein Fuzzi arbeitet. Wir haben schon nicht mehr viele Kommandopunkte oder ähnliches. Das ist schon echt kritisch im Moment. Ihre Einheiten kämpfen gerade, Commander. Sehen wir mal was, was ich nicht weiß.
Commander, es erfüllt mich mit tiefster Trauer, dass Sie alle meine Killbutter-Fabriken zerstört haben. Offensichtlich muss ich Ihr Ende einfallsreicher gestalten. In Ordnung, Commander. Sie wollen es scheinbar wirklich wissen. Bisher war ich etwas zurückhaltend. Ich habe unseren Schlagabtausch genossen und wollte das Unvermeidliche hinauszögern, aber jetzt sind wir soweit. Der Vorhang öffnet sich ein letztes Mal für das große Finale und der Bösewicht muss sterben. Sie sind der Bösewicht, Commander. Ich hoffe, das ist Ihnen bewusst. Mainframe auf Konflikt vorbereiten. Bewaffnung aktivieren. Treten Sie Ihrem Ende entgegen, Commander. Ich brauche die Forschung. Ich muss irgendwas erforschen, um Energie zu bekommen. Das letzte Gefecht, Val vernichten. Kannst du von dort aus angreifen? Ihre Einheiten kämpfen gerade, Commander. Los, alle Mann auf Well. Vielleicht schaffen wir es. Noch bevor ihr alle zusammenbrecht, weil wir keine Energie mehr haben. Er kümmert sich erstmal hauptsächlich um die Drohnen. Das heißt, die anderen können ordentlich draufgehen. Oh nein, ich habe keine Energie mehr. Aber du bist da, Gott sei Dank. Schießt weiter drauf. Meine Mechs zurückziehen. Ist das elendig. An Bord von Startopia wird gekämpft. Ich meine, zur Not müssen wir jetzt andauernd Drohnen hinschicken, solange bis das Viech kaputt ist. Wir offensichtlich nicht mal auf die 1000 Energie, die wir brauchen, um einen Mech wieder für kurze Zeit steuern zu können. Einer ihrer Mechs wurde zerstört. Verbesserung meiner Killbotter wird eingeleitet. Ich meine, das Weltzentrum hat schon mal fast die Hälfte verloren. Gut, die Drohnen bitte alle umkehren. Das hat so keinen Sinn. Sobald... An Bord von Startopia wird gekämpft. Ich meine, was soll ich tun? Macht erstmal diese ollen Piraten hier fertig.
Ja, den haben wir auch noch. Den habe ich völlig vergessen. Darf ich darum bitten, dass ihr die Drohnen hier hinstellt? Ich möchte nicht, dass die hochfliegen. Dass die sich einmal bitte komplett versammeln und wir dann gebündelt draufgehen, damit wir wirklich alle Piraten und alle Bösewichte kaputt machen können. Das wäre schön. Das wäre jetzt mein Plan. Und bis dahin können wir noch ein paar Prestigepunkte sammeln. Und gegebenenfalls tauchen ja irgendwann auch nochmal neue Leute auf. Ach nee. Besucher. Das ist mal was Besonderes. Ich muss jetzt erstmal den ganzen Müll hier loswerden. So, ihr kommt mal alle mit. Machen wir erstmal die Piraten hier down. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Ihre Einheiten kämpfen gerade, Commander. So ist gut, macht sie fertig. Ich hol schon mal die anderen Drohnen. Dann gehen wir mit einmal da drauf. Vielleicht schaffen wir noch ein paar Punkte runter zu holen. Drohnen. Das war es so ziemlich okay. Gut, kommt mal alle mit. Wir probieren es nochmal. Denn jetzt haben wir hier ja wenigstens keine Piraten mehr, die uns von hinten abballern. Und solange die nicht alle auf einmal zerstört werden, sondern immer nur einzeln, kriegen wir es vielleicht so ein bisschen hin, mehr Schaden zuzufügen. Rauf da. Ja, sehr gut. Dann gehen wir rüber. Die konstruieren schon mal eine Sicherheitszentrale, die wir im Moment nicht mehr nutzen können. So haben wir wenigstens die Möglichkeit, die Leviantane woanders arbeiten zu lassen. Und dann könnten die Kommandopunkte von dem da aufstufen, sodass wir uns vielleicht doch noch bis zum Ende buxieren können. Guck mal, wir haben fast wieder 1000 Energie abgezogen. Das ist hervorragend. Befinden sich im Kampf. Ja, mehr oder weniger. Okay, das war's dann wieder. Dann alle Drohnen bitte hierher. ...1500 Energie hat wer noch. Das kriegen wir hin. Erstaunlicherweise machen wir auch wieder Energie, ne? Das sieht ganz gut aus. Wir könnten sogar was erforschen. Super, dann sind wir bei 26.000. Dann kriegen wir das auf jeden Fall hin, dass du wieder laufen kannst. Oh Gott, Leute, wir haben es gleich. Well, wir machen dich fertig. Ich bin jetzt erstmal froh, dass wieder ganz viele neue Leute hier unterwegs sind und uns wieder Energie anschaffen. Warum auch immer das für eine lange Zeit ausgesetzt wurde. Genau, geht endlich arbeiten. Tut was für euer Geld.
produziert Kommandopunkte. Alle Drohnen hierher, wir müssen uns versammeln. Weltraumzoll, oh nee, verdammt, an den habe ich nicht mehr gedacht. Also im Moment ist alles egal, selbst wenn das Ganze hier total eklig aussieht und alles voller Dreck ist. Hauptsache, wir kriegen das einigermaßen hin. Wo sind denn jetzt diese ganzen Leviathane? Wir haben so viele eingestellte Leviathane. Warum gehen die denn da drüben nicht arbeiten in der Sicherheitszentrale? Es ist schön, dass wir einen Mech haben, aber wenn der keine Kommandopunkte hat, dann bringt mir das ja jetzt nicht wenig. Was sind das für Hieroglyphen? Lasst ein Abo da? Oder klickt auf ein anderes Video? Ah, und ein Like nicht vergessen!